to the mall. Gut, genau. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Payday Nummer 2 mit Skopa und Bernhard zu Nummer 40. Morgen und so. Und. Und ja, wie ihr schon seht, kommt jetzt die Scarface Villa. Der Scarface heißt es dran. Und ja, ich hab nichts mehr zu sagen. Lass uns anfangen. Genau. So. Ich hab mal wieder den Charakter gewechselt. Ich nicht. Bernie wird es halt nicht wechseln. Ihr müsst wissen, Bernie ist der größte Weep auf dem Planeten. Von dem her, das ist halt einfach so. Ja. He doesn't even like it anymore. He embraces it. His Weep Identity. Okay, dann. Alles gut. Ja. Ist möglich. Let's go. Yeah, Ernesto Sosa. I love it already. Oh yeah, es ist wieder Sneaky Beaky Time. Ja, dann machen wir es mal so. Primär, sekundär. Wir machen es mal ohne und dann gucken wir mal, ob es geht. Primär, sekundär, tertiär. Dann machte ich mal mich auch leiser. Obwohl ihr hattet ja schon eben eine Munitionstasche dabei, dann kann ich ja mal das so machen. Dann mache ich das mal als primär und das daher als sekundär. Na, gucken wir mal. Ja, nee. Wir haben ja nur eine Waffe gekauft, die K4. Mal gucken. Kann ich ja mal für die Mission mitnehmen. Ist zwar ein bisschen laut, aber naja, was soll's. Wir werden es im ersten Versuch ja eh nicht schaffen. Ja, deswegen, also, ich meine, ich glaube, es gibt schon einen Unterschied zwischen 12 und 20, deswegen, also, macht schon Sinn, eher die Hauptwaffe, ist sogar scheißegal, was du eine Hauptwaffe zu nimmst, weil wir die ja eh nicht einsetzen, das ist nicht die Mission, ja, weil du nimmst aber die mit der besten Tarnung. Mal schauen, nehmen wir die mal mit. Ja, siehst du, oh, das ist auch mal viel besser, sehr schön. Gut, dann, bin ich auch bereit. Ja, erstmal bei Scarface Haus einbrechen, let's go, Alter. Oh yeah. To the mall. Die Mucke, ey. Ja, ich wollte die Mucke nur leicht lauter machen. Alter, die Mucke, ey. Ich hab keine Mucke. Ach, den Leute hier ist direkt Shit im Dampfen. Ja, ist einer. Okay, dann. Ah, ich meine die Mucke. Ja, die können wir nicht hören, deswegen klingt das ein bisschen verstanden. Ist cool. Alter, hier sind 50 Leute, wie soll man das deswegen habe ich mal ein bisschen lauter gemacht, damit ihr die machen könnt. Und vielleicht noch leicht leiser, weil im Gefecht ist immer ein bisschen laut. Mach mal so. Oh, mal so. Digga, eine Millisekunde, ich wäre entdeckt worden. Holy Macaroni. Ja, das sind. Ja, okay. Ja, können wir direkt neu starten. Nein. Gut, selbst wenn man. Dann weiß ich schon mal, selbst wenn man direkt an der Mauer ist, wird man trotzdem manchmal gesehen. Ja, gut, ne? Gut zu wissen. Na, 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 na. Krass. Räubertipp, du musst einen DLC-Überfall besitzen, um ihn zu spielen. Gut zu wissen. Ernesto Sosa ist der lokale Boss in Miami für das Sosa-Kartell. Und der Butcher will ihn tot. Der Butcher. Okay, Team, let's get a move on. Ja. Let's fucking go. Oh,
da kommt. Naja. I have balls of steel. Oh. Give me a yell. Oh Gott. Wo bist denn du? Ah, du bist schon vorangerückt, okay. Wieder eine Millisekunde. Ja, da hat Digga hoch. Ein bisschen schlecht, sag mal so. Ja, das war eine Millisekunde, eine 1000stel einer Sekunde, wäre ich entdeckt worden. Benny ist voll in den reingerannt, nice. Ja, GG Benny, also wieder typical Benny Moves. Ah, die haben aber keine Pager. Ja, stimmt, sind ja auch Fax. Oh, cool. Die können aber trotzdem telefonieren. Ah. Wir haben mal den EMP angemacht. Ja, zu spät. Aber die kannst du halt eher töten, du musst halt keine Pager kaputt machen. Das ist halt ein Vorteil bei solchen Leuten und die keine offiziellen Polizisten sind. Das ist ein bisschen gut. Okay. Die Frage ist aber, wie viele. Okay, gut, interessant. Können wir theoretisch aber alle abschlachten oder wie? Müssen wir mal schauen. Haben wir ja schon mal gemacht. Ja, haben wir, aber die Sache ist halt, ne, ihr habt ja gesehen, das hat eine Kettenreaktion ausgelöst an Menschen, die umgebracht werden mussten, nachdem Bernie halt umgebracht hat. Ja, das stimmt. Ja, den Bernie gemacht hat. Das Problem daran war aber auch, dass... Vorsicht. Das Problem war aber daran auch, dass Bernie einen abgeschossen hat, während da noch ein anderer stand. Ja, deswegen, aber hier sind so viele Leute, die sehen das halt sofort, wenn einer umgebracht wird, dann musst du halt erstmal die ganze Villa umbringen, das schaffst schön, du schön, dass der mich von hier aus auch nicht sieht. Das ist die Macht der Tarnung. Alter, diese Mucke, die ist so dramatisch, ey. Alter, als ob wir drei Wachen sind, was zum Fick? Oh. The head of security will have that USB stick. Den hat nicht gesehen. Du hast gesehen, Daniel? Du hast von Spiden gesehen, Daniel? Ja. Ja, der war oben an dem Dings. An dem Zaun da. Komm ich wieder hochspringen schnell. Okay, passt. Ich glaube, das ist wirklich aktuell die coolste Missionsmusik einfach. Na, ja, die habe ich nicht. Naja. Na, der eine da oben steht. Oh, der hat das mitbekommen. Fuck. Hab ihn. Sollen wir die Leiche einfach liegen lassen? Nee, ich pack die mal lieber weg. Den einen da hinten lasse ich liegen, weil das macht keinen Sinn. Bernie kann die Kamera ausgucken, aber weißt du, hier kommt jetzt glaube ich keiner mehr vorbei, deswegen. Ja, ich schmeiß den mal. Also, wenn wir die umbringen können, dann nutzen wir das aus. Sagen wir mal so. Würde ich behaupten. Ne? Was muss denn da ran machen? Achso. Was meinst du? Das, ne, das sind Camps. Achso, das sind Kameras, achso. Ich hab mir schon überlegt, was sind das für ein Device. Na gut, Scarface hat eine geile Villa, das müssen wir lassen. Da ist eine Kamera. Und da ist eine Kamera. Careful, God! Ich renne! Okay. Okay, hier kann man aufmachen. Ich guck mal, ob ich hier aufmachen kann. Vielleicht ist im Gebrauch was drin. Vielleicht der Kameramann oder so. Ich schau mal. Okay. Ich hab Benzin genommen. Gut. Okay, hier ist ein Rasenmäher drin. Geil. Aber sonst kann man hier, glaube ich, nichts rausholen. Sonst ist dieser Raum komplett useless. Interessant. So ein Gartenshed. Okay, hier legen wir unsere ganzen Perks rum. Oh! Was? It's secure. Ist das der Security? Ja, jetzt habe ich Musik auf Musik. Awesome. Ah, hier ist eine Kamera, by the way, direkt vor unserer Fresse. Hä? Wo? Da. Achso, du kannst Scams, glaube ich, auch markieren, ne? Sieht Goron tight! Hi! Ja, das ist er. Oh! Der hat mich gesehen. Ja.
so viele Tote. Ja, dann hab keinen Leichensack mehr. Gut, das kann ich ändern. Ah, liegen leicht. Oh, hier kann man den Balkon schmeißen. Ich glaube, da ist nichts mehr. Ja, dann mach mal. Ja, da ist mehr. Achso, das ist hier sind mehr Leichensäcke. So, habt ihr den Typen eingesackt? Ach, was, da kommen Leute. Da kommen Leute. Da hast du ihn. Okay. Da kommen ja wirklich welche. Ja. Ich versuche mal hier in die Eck zu gehen. In die Eck. Ins Bambus. Also der Bambus wird mich schwitzen. Oh Gott. Schön in das Berge. So. Ciao. Yeet. Careful, God. God, watch it. Look out, God. So. Keine Leichensäcke. Zwei Leute direkt am Rinderreling. Mhm. So, hack den Laptop. Daniel, du hast einen USB-Stick. Ich hab den USB-Stick. Oh, okay. Sehr schön. Okay, gut, wir müssen da hin. Guck mal, ob ich in den Popeye komme. Ja, das wird ein bisschen risky werden. Aber die laufen gerade. Oh, da hinten ist noch einer. Was ist denn das denn? Nichts. Achso, hier Wurfobjekte. Naja, das sieht nicht gut aus. Wenn er sich einmal umdreht, dann werden wir sofort gesehen. Ja, das wird ein bisschen risky auf jeden Fall. Vor allem, weil da hinten noch ein Dritter rumrennt. Don't bloody alert the guard. Ja, Ben lässt sich heilen. Warum? God, watch it. Ja, Ben, jetzt geht er zu dir hin, oder? Ja. Ich versuch's mal. Ups, wird schwierig. Ah, er sieht dich nicht, nicht schlecht. Ja, da ist aber direkt wieder eine Kamera. Ja, solange er dich nicht sieht, töte ihn nicht. Das Problem. Man kann sich ganz einfach an Kameras vorbeistellen. Aber wir so müssen in den Raum mit der Kamera. Ja, alles gut. Ich werd. Oh Mann, verdammt. Aber der wurde. Der ist verdächtig. Oh. Hab ihn. Ich kümmere mich. Oh, ciao. Bernie, du Wahnsinniger. Bernie's Taktik ist echt. Aber das hat halt funktioniert. Erstaunlich, weißt du, nicht schleich mir einfach rein. Ich meine, ich bin auch erst hingerannt, weil Bernie hingerannt ist, was anscheinend funktioniert hat. Aber ich hätte es nicht probiert, wenn ich ehrlich bin. Lalalalalala. Ja. Die sich jetzt spannend, dass wir ihn umbringen können. Ich laufe gerade in die Pakete die ganze Zeit irgendwie rein anscheinend. Wissen wir eigentlich, was wir kriegen, wenn wir alle 5 finden? Nö, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Perks, irgendwelche Perks sicher. Können wir nicht irgendwie die Schraubenzieher mitnehmen? Schön wär's. Something's wrong. Ach, man kennt's. Wait. This system is more advanced than I thought. There should be a switchboard somewhere. Machst du, okay. Also oh, hier ist ein schöner Wagen, oder zwei schöne Wagen. Ich komm mal, warte mal, ich guck mal, ob ich hier eine Stützung liefern kann. Na, ja, nice, ja. Stimmt, hier steht erstmal ein Porsche 911 gefühlt rum. Das ist ein Fake Porsche. Weil der Gruppe. Mal kurz drüber rennen, weil ich sehe, dass da einer kommt. Piep, piep, hinter dir piep. Steht, by the way, einer. Oh, no. Wo? Nein, steht keiner. Nicht du. Er unterstützt mich gerade, Bernie, nicht dich da irgendwo. Ich weiß! Hey, warum sagst du das dann? Vorsicht, der kommt. Das ist die Logik dahinter. Ja, okay, ist an dir vorbeigelaufen. Oh Mann, ey. Das war wieder so ein Bernie-Moment, ey. Ja, so weißt du. Kack, ja. Knack den mal. Ja, ich kack die Kabel an, warte. So, let's go. Wieder zurück. Dann sollen wir hier mal warten, falls wieder was passiert. Eigentlich haben wir es ja jetzt schon umgegangen, deswegen wird es mich irgendwie wundern. Stimmt schon, aber. Ich meine, wenn wir das Spiel kennen, kann es sein, dass wahrscheinlich wieder dreimal irgendein Scheiß passiert. Oh, der sieht uns. Es ist aktuell zu ruhig irgendwie. Als ob der mich nicht sieht. Sagen wir mal so, wenn wir haben alle umgebracht, die uns gesehen haben, also. Kein Wunder, dass es zu ruhig ist. Was? Oh Gott, verdammt. Und, oh, jetzt wird's aber knifflig hier. Nein. Ja, das war's. Warte mal. Oder? Da hinten ist halt einer drin. Vielleicht, ich hab mal einen EMP angeschossen, vielleicht hilft das. Ich glaube, das hat, er hat nämlich den Alarm deswegen nicht ausgelöst.
Aber jetzt hat das. Nein, hat er nicht. Ja, du musst loswerden. Er schafft's noch nicht. Er ist halt irgendwo im Haus drin, deswegen können wir nicht töten, aber der Hörsender hält ihn auf. Ja, okay. Na, ja, verdammt. Na gut, dann kommen wir mal neu. Ja. Wie gesagt, der hat eine Weile aufgehalten, aber länger konnte halt auch nicht mehr. Irgendwann ist halt der EMP weg. Ja klar, wäre ja zu OP, wenn der EMP für immer halten würde. Aber warum, wie kann er das mit... Okay, der hat den Schuss wahrscheinlich von drin gehört, ja. Ich habe gerade überlegt, wie kann er denn eigentlich hören, wenn da eine Mauer zwischen ist? Ja, er hat den Schuss gehört. Von der Wache wahrscheinlich. Theoretisch könnte man eigentlich versuchen, jeden draußen umzubringen, wenn man genug Leichensäcke hätten, aber... Aber aktuell ging es ja irgendwie... So, dürfen wir epischen Soundtrack hören. Ja, aber nicht unendlich Schleichsäcke. Leichensäcke. Ja, ich meine, wir hatten halt draußen mit dem Perker nochmal ein paar mehr. An dem kommen wir halt aktuell logischerweise nicht vorbei. Ich meine, wenn alle drei hier drin sind, dann können wir die auch umbringen, so, ist meine Meinung. Schon. Soll ich den, zack, einfach mal umbringen? Die müssen wir was? Was wird da rumstehen? Schieß den weg! Ja, das ist wieder. Siehst du, jetzt wieder zu spät. Benny hat zu spät reagiert. So wie immer. Benny, wenn dich jemand sieht, dann musst du weggehen, zurückgehen. Du hättest aber nicht neu starten müssen, wir hatten das gerade sogar lustigerweise im Griff. Ja, da waren wieder 50 Leichen und so, und dann, weißt du, kommt halt einer vorbei und sieht das. Besonders zum Beispiel, wenn die unteren Bereich Leute umbringt, da kommt keiner mehr vorbei. Ja. Aber da, wo ihr Leute umgebracht habt, war ja schon in der Hauptkalle. Ja, das Schöne ist halt, ich habe den schneller erschossen, als Benny überhaupt auf den geschossen hat. Benny, hast du irgendwie Probleme, das Erkennungsmeter bei dir selber zu sehen oder so? Dass, wenn jemand dich erkennt oder was? Oder was ist das Problem? Das ist ernsthaft total. Ich sehe es schon, das Erkennungsmeter, aber es geht nur bei mir extrem über schnell hoch. Ja, das ist normal. Stehst du? Ja, Benny steht die ganze Zeit, natürlich geht das. Alter, Benny! Benny, guck mal, wenn du stehst, dann geht es innerhalb von 2 Sekunden hoch. Richtig. Wenn, du musst die durchgehend geduckt laufen, das Sneaky Mission. Richtig, du musst nur wenn du rennst, dann direkt wieder in Duckposition rein. Schön, dass wir übrigens John Wick in. Ah, guck mal, hier ist ein Stromkasten. Aber schön, dass wir John Wick in einer Scarface-Mission mit bei haben, by the way. Mhm. Deswegen, weißt du, du bist halt gerade im Stehen direkt neben zwei Wachen entlang gelaufen. Also erstens stehen und dann zweitens direkt neben den Leuten, wenn Scar es sofort voll gibt. Also, I don't know what to say about this. Oh fuck. Den musst du aber definitiv einsetzen, Leute. Ja. Da war ich kurz ein bisschen zu voreilig, aber ich hab schnell reagiert. Oh lol, hier ist sogar diesmal offen. Und hier ist der Computer diesmal drin. Oh, nice. Aber benötige ich erstmal den USB-Stick. Kann ich den da drüber schmeißen? Nee, bestimmt nicht. Nee. Nimm den mit, dass du den ins Meer schmeißen kannst. Das ist die safeste Variante, dann ist er komplett weg. Siehst du, Benny, dadurch, dass er steht, hat dich einer von 50 Metern schon direkt entdeckt. Warte mal, was passiert, wenn du halt da ne, stehen, dann jemand vorbeiläufst, direkt in der Nähe. Oh. Benny steht trotzdem. Nein, hey, ich bin kurz vorbeigelaufen. Nein. Oh, der hat mich gesehen von da oben. Hab ihn. Ah, jetzt hat einen anderen gesehen. Wie gesagt, ja, das ist der USB-Stick. Ich nehme ihn. Ich muss mal kurz den ins Meer. Nein, du hast ihn ja zum zweiten Mal da so von oben erwischen lassen, weißt du? Ja, schon. Gebe ich zu. Das Problem ist halt, wie der mich da sieht, ist immer so ein bisschen suboptimal. Von der Platzierung her, you know. Ja, bald sofort gesehen, dass ich mich von da sehen kann, dann habe ich mich da dementsprechend angepasst, aber gut. Ich wusste nicht, wo ich so schnell hin sollte, das ist das Problem. Direkt hier an die Mauer ran, zum Beispiel. Also? Ja, okay. Dann, also, weil, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder fällen, ist ja gar nicht mal so hoch, deswegen. Na gut, zum Glück konnten wir das ja immerhin handeln. Ich habe ja Reaktionszeit. Ich nicht.
ich mach. Okay, hacking the system now. Schön, dass die standardmäßig hier sind, einfach Bock, ey. Ich weiß nicht, ob die ganze Zeit so eine Drohne rumfliegt. Das ist bestimmt sehr unauffällig. Ja, definitiv. Ich meine, bemerkt auch kein Schwein. Wo ist eine Drohne rum? Überm Haus. Ja. Draußen, nicht in der Garage. Ah, okay, das ist da, wo wir vorhin schon mal waren. Das ist direkt unten. Ja. Können wir da eigentlich drüber springen? Nee. Aber da können wir rüber springen, so. Ich mach dort schon. Jump, man. Ja, definitiv, das war Parkour. Ich guck mal in die Kameras eben rein. Ich glaube, das nächste Mal werde ich auch machen, dass ich irgendwie diese Kreissäge mal als Sekundärwaffe nur holen kann oder so. Na, die ist, du kannst aber ohne Skill halt nur als Primär mitnehmen, das ist das Problem. Deswegen meine ich ja, dass ich das skille, dass ich sie als Sekundärwaffe holen kann. That's what you mean. Ja, die Garde steht halt gerade ein bisschen bescheiden. Dreh dich um, du Kopf. Ja, Benny, kannst du das machen mit dem? Ja, ich gut, dann läuft schon. Gut. Ja, wir kommen da gerade nicht so schnell hoch, Körper, wie du vielleicht mitkriegst. War alles gut. Nee, dann, ich hab den mal mit den Camps markiert. Ja, ich merk schon. Da sind zwei direkt an dem Schuppen drin. Das eine ist gerade im Schuppen direkt vorbeigelaufen, der andere steht halt mitten im Weg auch. Ja. Ah, so lang singt mir irgendwo der Chor, der hier im Hintergrund ist, weiterhin ins Ohr. Okay, interessant, was für eine Musik du erwischt hast, anscheinend. Also wirklich ist die ganze Zeit so voll dieser melancholische Sound, das die ganze Zeit. Ha, ha. Wir könnten. Ich hatte da auch mal. Ich hatte ja mal eine Web Jingle Bells. Nice. Abgeschlossen. Okay, weiter geht's. Ah, jetzt gehen die Shutter auf. Ah, okay, I see. Okay, wir müssen. Shutter ein. Ja, den wird's halt die Augen Kopf hier. Aber das Problem ist, das da. Ja, dann bist du ein Mensch. Nee, das Guard, weißt du doch. Das Mensch. Das Wache. Something not right. Better get that fixed. Something not right. Aha. Das ist doch Draga, ne? Oder wie der immer hieß. Ja, Quark. Fake Nico Bellic. You are was skilled ist? And silent infiltrators. We should work together more often. Stay back. Guys, be careful. The guards inside will probably carry okay, jetzt ein Pager. Lass mich mal ein bisschen vorsichtig raus. Schön, dass die auch nur drinnen Pagers haben. Have to fix it. I don't have to understand that, you know. Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Lauf, lauf, lauf. Ich guck mal, ob ich durcheinander. Ja, er kommt durch. Wir müssen weiter weglaufen. Weiter weglaufen. Ja, dafür ist er jetzt hier aber weg. Das war ja nicht der. Schön, dass ich auch erstmal im Gesicht nichts gesehen habe, weil Kopa vor mir stand. Na gut, er hat sich gerade zu uns gedreht. Na gut, hier ist quasi ein Roundabout. Hier kommen wir quasi her. Oh, der kommt zu uns. Der kommt zu uns übrigens. Ja. Können wir vielleicht gleich in dem vorbeilaufen? Ja. God. Gucken wir mal, der Raum ist halt groß, aber ich geh mal hin. Oder auch Bernie. Oh. Durchsucht. The office has a special lock system. It uses a spoken passphrase. Hinten. Wenn du schießt gleich vom freien Eingang, komm mal zu mir bitte. Smuggled in through a drug steal. It has a hidden microphone recorder in it. Ist das unten oder oben? Ja, das ist draußen. Oh, kommt jemand die Treppe runter, Daniel! Da konnte ich nicht so schnell wieder. Hier. Was hätte ich da machen sollen? Die Frage ist, was ist das Jajo? So. Wusste halt nicht, was
was oder wo das Jahr ist, wo wir dieses... Das war doch draußen, oder? Gesehen. Das Symbol war doch draußen. Wir mussten, glaube ich, wieder raus. Nee, das war ein Bug, weil das war dieses Reparaturteil und das hat die ganze Zeit schon vorher draußen gezeigt, bevor wir in die Villa gegangen sind. Ach so. Na gut. Ernesto Sosa ist der local boss in Miami für das Sosa Kartell. Und der Butcher wants him dead. You gonna... Aua. Lass mal meine Hand am Stuhl anhauen. Okay, guys, he'll have a USB stick with access codes for the house. He always wears a green jacket. I'll warn you, French. I'm ready to bring the guns. Oh Gott, ich bin dumm. So. Hier ist jetzt eine Cam, Leute, ne? Achtung. Ja, genau über mir ist eine Cam. Guck mal, ob ich dann irgendwie vorbeikomme. Okay, das könnte schwieriger werden, als ich es erwartet hatte. Weiß nicht, können wir die einfach nicht kaputt schießen? Ich glaube, da kommt doch eh keiner hin. Nee. Wenn man die Kamera kaputt schießt, dann wird der Operator benachrichtigt. Keine Garten an ihr. Kein Fall, keins kaputt machen. Bernie läuft an durch die Kamera, no shits given. Ja, also an der Camp kommt man eigentlich vorbei. Das ist kein Problem. Ich bin halt außen rum geschlichen und er rennt da halt durch, als gäbe es keinen Morgen. Hm. Achtung, versteck dich bitte hinter der Mauer. Okay, der eine kommt jetzt direkt zu uns. Na, ich weiß. Das ist interessant, er hat dich gesehen und mich nicht. Ich weiß nicht, warum er dich gesehen hat und mich nicht. Frag mich doch nicht. Ist nicht Entwickler des Spiels? Komm. Durchrennen. Alles gut. Da hinten ist aber auch noch eine Guard. Wow. Na gut, hier drin sehe ich halt gerade absolut nichts. Außer, ja, Palmen. Ah, hier ist eine Kamera. Jetzt weiß ich, was ich gesehen wurde. An dem kleinen Schuppen ist eine Kamera befestigt. Dann renn einfach hin, also renn einfach vorbei. Fertig ist das. Genau. Soll ich die nicht vielleicht mal aufmachen und gucken, was da drin ist? Vielleicht ist da wieder der PC drin? Da wäre, glaube ich, das Ding offen. Ja, ich guck trotzdem mal rein. Ja, du hast recht, aber hätte sein können, dass da noch irgendwas ist. Wir wissen ja nicht, wie diese Missionen variieren die ganze Zeit. Ah, verdammt, jetzt ist dieses Mal der Sicherheitschef nicht hier. Oder für der Stromkasten. Okay, deine Stift da hinten ein, gut zu wissen. Ich kann euch sehen, ich sehe euch. Okay. Krass. Zwei Guards vor euch. Sag, dass da eine Kamera ist. Die sich gerade wegbewegen. Der Typ, den wir suchen, ist am Dock draußen. Links jetzt in der Dock rein müsste der Typ sein, der ist gelb markiert. Unten. Oh, da wurden gesehen. Und der Bernie wurde gesehen. Wow. Bernie, du wirst gesehen. Bernie! Oh, wo? Oh Gott. Alter. Bernie wird die ganze Zeit gesehen. Kein Problem. Also, du hast doch die Anzeige, oder nicht? Ja. In der Kamera drin nicht. Daniel, Achtung, du läufst da gleich eine Waffe ein. Ja, und da ist eine Kamera wieder direkt an der Tür, übrigens direkt bei uns. Ja, die Bernie benutzt hat. Der Laptop ist in dem Chat von dem ersten Mal. Da ist auch ein zweiter Geiner, also. Oh, schau, stimmt. Sag mir, wenn ich wieder piepe. Dann muss ich weg. Ich sag einfach gar nichts mehr. Ich sehe es nicht, wenn ich in der Kamera bin. Oh, der sieht uns. Aber eigentlich musst du es hören. Also irgendetwas kriegst du. Irgendein Feedback kriegst du zu 100%. Der kommt zu uns. Oh, wow. Er kommt zu euch. Ja, komm, da müssen wir. Da muss er sterben, ne? Hab ihn. Weil der wäre jetzt safe oder so gesehen jetzt. Ja, gut. Und weg damit. Du hast deine Zorg. Ich muss mal durchrennen. Na gut, der hat mich fast gesehen, alles gut. Das ist es! Piepchen, also das brauche ich.
Ja, ich höre nur bei uns. Benny, du hörst ein Piepsen, wenn du in der Camps bist. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es bei euch ist oder bei mir ist, das kann ich nicht sagen. Wenn du das Geräusch hast, das entdeckt wird, guck mal, ob du das bist. So einfach ist das. Ja, also. Ja. Ich meine. Ja, egal. Also nicht egal, aber. Naja. Der Typ, ey. Kannst du ja schon mal draußen warten, wenn man warbt, dann hacke ich hier gleich das System, wenn es fertig ist. Ich glaube, ich weiß es schon, wo der Strom passt. Wer geht raus? Ich. Ja, Bernie. Bernie, ja, ich weiß, ich wusste, wo es ist. Deswegen bin ich schon mal hingerannt. Easy, so. Mein Pro. Ich überlege gerade, ob ich den Typen einfach töten soll, der hier gerade ist. Der steht nicht vor meiner Tür. Ja, lass ihn einfach. Er hat verlassen, er geht weg. Ich weiß, ich sehe deine Spiegelung. Hä? Du hast es ja markiert. Mit der Kamera. Ja. So, Spiegelung ist ein Begriff, der mich auch ein bisschen verwirrt hat, aber gut. Ich glaube eher, du hast ihn markiert, würde da passen. Guck mal, eine Person direkt vor dir. Ich weiß. Der hat sich aber wegbewegt. Sonst sehe ich bei dir niemanden herumlaufen. Bestimmt. Hier war bestimmt keiner. Alter, da wurden nicht irgendwie zwei, drei Leute ermordet. Nee, ich bin gerade. Die machen gerade Mittagspause. Wenn du hier in den Raum bei mir reinkommst, siehst du gleich, was ich meine. Aus die werden bei dir nicht angezeigt, aber. Hier liegen halt Macs, also Mac-Schachteln rum. Eine steht noch herum. Ja, so, ich chill hier einfach. Ne, wozu soll ich es riskieren, da hinzulaufen zum Chat? Brauche ja nicht mehr, wenn der Hack fertig ist. Es sollte aber relativ gleich. Ne? Eigentlich hätte ich auch schon rauskommen können. Stimmt. Dark bloody alert the god. Der damn Strafe, ne? Ich geh kaputt. Computer is finally. Ah, stimmt, ich brauche den. Hard, but I managed to open some of the shutters on the house. Du brauchen wir nicht. Okay. Na gut. God. Ich muss mal gucken, wie ich an der Wache vorbeikomme. Vielleicht warte ich mal, bis die zu mir wieder sich dreht. Manchmal geht die auch zum Hafen, so wie die andere Wache. Ach, du warst operiert gerade. Ja, ich hab's gesehen. Und ich hab keinen Leichensack. Warum muss ich kurz kümmern? Das war doof gelaufen. Du bist skilled. Wir sollten mehr zusammenarbeiten. Die Guards inside will probably carry pagers. Na, wo ist der jetzt? Ah, der Knopf war diesmal anders. Benny, Benny, bitte. So, hier. Ja, hey, Daniel, du kannst jetzt hier jederzeit rein. Komm mal zu mir rüber. Da ist noch eine Wache zwischen uns. Ah, okay. Guck mal, ob du von der anderen Seite aus sehen. Ah, nevermind. Ja, gut, ich bewege mich mal. Ah, okay, ne, gehen wir zum Yayo. Ich glaube, da ist es wirklich dieses 62 Meter. Wahrscheinlich ist es das doch. Müssen wir mal schauen. Aber diese 60 Meter ist bei der PC da hinten. Da war ich gerade. Ja, deswegen. Das ist halt. Vielleicht muss man da nochmal hingehen. Aber ich konnte da eigentlich nichts mehr machen. Komisch. Können wir nochmal gucken, notfalls. Aber ich konnte da eigentlich nichts mehr machen. Deswegen, weil ich dachte auch, das wäre erstmal buggy und so, weißt du, weil es einfach den Laptop nochmal angezeigt hat. Wir können ja gleich nochmal kurz gucken. Wir können noch notfalls töten, ist die einzige Wache, die es zwischen uns steht. Obwohl, er kommt. Einfach weitergehen, verlierst du. Oh, Token. Ja, guck selber. Ich kann damit nichts machen. Deswegen, weißt du, was in Gottes Namen ist das? Ja, jo. Falls du übrigens einen Leichensack brauchst. Ah, nice. Das ist gut. Deswegen, ich frage mich halt, was das Yayo ist und wo das ist und wie wir das durchsuchen. Safe im Haus, aber wo? Ist ein Bag im Haus, ein Ding. Bag of Yayo. Du suchst das Yayo. Yayo ist Kokain. Eine Kokain Bag suchen wir. Ah, okay, dann weiß ich hier. Da. Ah, okay, du hast ihn. Vorsicht, da kommt eine Wache. Okay. Wo? Alles gut, die war am Fenster. Hätte sein können, dass sie dich gesehen hätte. Die war ich direkt da am Fenster bei dir.
Ja, hier, Dani, hier sind überall so Holztische mit Kokainpaketen drauf, ja, die kann man durchsuchen. We have to fix it. Was ist stuck? Na, ja, ich weiß nicht. Wo wurde das, glaube ich, gesehen? Ja, vom Fenster immer noch. Jetzt siehst du irgendwie, ich weiß nicht warum, aber zum Beispiel entweder ich habe einen Skill, was ich eigentlich nicht habe, oder ich habe halt durch die mehr Stealth-Punkte, werde ich dann die ganze Zeit nicht gesehen, die Situation, wo du gesehen wirst. Hm. Was ich sehr sicher halt, siehst du? Zum Beispiel, oh Gott, ja, das war's. Ja, egal, doch geschissen. Warte auf Twins Plan, ja, super. Bang, we don't have all day here. If the snake hides in its hole, we must goad it into sticking its head out. Maybe you should try. Also wir können es nur noch weird notfalls, aber wir wissen, dass es funktioniert. Das ist eure Entscheidung. Ich würde es nochmal machen. Wie weit ist der Pod?